Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Im Moment ist es Juli, ja, ich weiß, aber ich habe diesen Adventskalender entdeckt und ich habe schon ungefähr 20 Adventskalender vorbestellt aus dem Beauty-Bereich, die alle so Ende Juli, Anfang August reinkommen. Und um euch so ein bisschen in das ganze Game einzustimmen, habe ich mir gedacht, zeige ich euch den hier mal. Und wenn du Bock drauf hast, in den KS-Tools Adventskalender mit mir reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, der ist vom letzten Jahr. Ich glaube es wirklich, weil der war halt schon verfügbar und so, ne? Und der ist schon so schnell geliefert worden. Ich glaube, der kommt vom letzten Jahr. Ich habe den aber letztes Jahr gar nicht ausgepackt und ich finde die Lady da drauf ziemlich funny, muss ich wirklich sagen. ja, also es ist einfach nur eine blonde Frau, Leute, ne? Es ist eine blonde Frau, die eine Weihnachtsmütze trägt und sie hat blaue Augen. Wir sind auf gar keinen Fall vergleichbar, aber ich fand es ein bisschen witzig, das als ersten Adventskalender für 2024 zu nehmen. Yay! Leute, KS-Tools sind Werkzeuge und ich weiß auch schon, was drin ist und ich kann euch jetzt schon sagen, für 34 Euro Quetsch, die der gerade kostet, ist es einfach ein absoluter Schnapper und ich glaube, ich mache meinem Freund damit gleich eine große Freude, wenn ich ihm die Sachen runterbringe und ihm die zeige und sage, guck mal Schatz, deswegen saß ich bis 11 Uhr oben und habe gedreht. Ihr Lieben, lasst uns mal zusammen reinschauen. Wir haben einen Papp-Adventskalender und drin haben wir so einen Schaumstoff. Das heißt, es ist nicht jetzt so super furchtbar, das alles rauszuprokeln. Wir haben jetzt erstmal hier so einen Bit-Halter, wo wir dann auch direkt sehen können, welche verschiedenen Bits sich dann auch hoffentlich in dem Adventskalender befinden werden. Mal gucken. Okay, der 2. Dezember ist relativ öde, denn wir haben noch einen Bit-Halter. Yay. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und aller guten Dinge sind auch 3. Wir haben hier noch einen Bit-Halter. Läuft. Also das scheint ein sehr abwechslungsreicher Advent zu werden. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, wie charmant. Wir haben direkt zwei Bits hier drin, und zwar Torx. Einmal den Klassiker T25 und den Torx Nummer 27. So schauen die beiden Schätze aus. Und die kann ich dann natürlich auch direkt hier in meine großartige Sortierungshilfen reinmachen. Der 5. Dezember überrascht uns mit zwei weiteren Bits. Und zwar haben wir hier Imbus, glaube ich, ne? Also außen Sechskant, einmal die Größe 4 und die Größe 3. So schauen die beiden Schätze aus und ja, können jetzt auch einsortiert werden. Für Nikolaus, der übrigens riesig ist, brauche ich ein Werkzeug. Und es versteckt sich ein Monster. Nikolaus-Kläppchen. Nee, wirklich cool. Also das ist ein sehr, sehr großer Kasten. Auch dafür brauche ich ein Werkzeug, um es zu öffnen. Richtig cool finde ich, dass wir hier auch wirklich Metallöffnungen haben, ne? Also das macht das Ganze ein bisschen hochwertiger. KS-Tools ist nicht Bosch, ist uns allen bewusst. Aber trotzdem haben wir hier einen Qualitätsvermutungseffekt und auch schon direkt eine kleine Information, was uns hier drin noch erwarten könnte. Kannst du sogar deinen Namen draufschreiben, da gibt es ein Namensschild. In der Nummer 7 befinden sich zwei Schlitzbits, einmal in der Größe 4 und in der Größe 3. Das sind diese beiden Schätze. Ich glaube, Schlitzschrauben gibt es nur noch super, super wenige. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und das macht sie mal wieder mit zwei Bits. Da haben wir den Philips in der Größe 2 und in der Größe 1. Ja, ich glaube, das sind halt auch wirklich so Bits, die sehr, sehr gängig sind, ne? Für die gängigsten Schraubengrößen. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über zwei Torx-Bits freuen. Torx-Bits. Ja. Und zwar einmal in der Größe T20 und in der Größe T15. Das sind diese beiden Freunde hier. In der Nummer 10 darf es jetzt hier mit so einer, mit einem Adapter weitergehen. Ich klappe der Lady mal wieder ihr Gesicht hoch, weil ansonsten sieht das Ganze sehr traurig aus. Ja, genau, das ist ein Adapter. Da kann man später dann das Gerät dran anschließen. Das dürfte so eine 3,6 Volt Maschine sein, die wir dann sehr wahrscheinlich erst am 24. Dezember bekommen werden. Aber ja, ne, damit kann man dann auch wirklich so ein bisschen an, ja, Schrauben rankommen, an Möglichkeiten rankommen, die etwas um die Ecke sind, etwas woanders versteckt sind. Ich finde es sehr, sehr cool und ja, deswegen wird mein Freund es auch sehr wahrscheinlich sehr feiern. Oh, am 11. Dezember erwartet uns ein Philips 2 in einer langen Variante. Also das ist wirklich, ne, wenn das Ganze vielleicht etwas weiter entfernt ist, und das dürfte dann hier auch ganz gut reinpassen. Okay, ja, muss ja, ne, genau, kann man hier so reinklicken und wieder rausnehmen. Der 12. Dezember, Halbzeit, Leute. Hier haben wir noch unseren fehlenden Torx, und zwar in der Größe 10. Der ist wirklich super, super, super klein. Und dann habe ich hier noch einen Philips, nee, ein Pozi-Drive, und zwar in der Größe Nummer 3.
Ja, wenn ich mir jetzt angucke, was wir bislang im Adventskalender drin hatten, ist es schon mal eine ganz gute Ausbeute. Ich glaube einfach, dass das Ganze hier noch ein bisschen heftiger weitergehen wird. Und ich glaube, dass das ein schöner Adventskalender schon mal ist und Männer sich tatsächlich auch darüber freuen. Vielleicht wäre es cooler gewesen, anstelle von dem Köfferchen in der 6 halt auch schon die 3,6 Volt Maschine zu haben, damit man das erste hier auch schon in Einsatz nehmen kann. Am 13. Dezember verstecken sich zwei weitere Schlitzbits hier in dem Adventskalender. Einmal in der Größe Nummer 6 und in der Größe 5. Das sind diese beiden. Und man nimmt normalerweise eher ungern diese Schlitzschrauben, ne? Weil die einfach nicht so gut anziehen. Das Ganze funktioniert einfach nicht sehr gut. Und deswegen verzichtet man jetzt immer mehr darauf. Also wir sehen es jetzt hier zum Beispiel bei unserem sehr alten Haus, Baujahr 58, dass wir noch allerhand Schlitzschrauben bei der Renovierung gefunden haben. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass man das nicht mehr so häufig verbaut. Hast halt nicht so viel Grip. Ja gut, ob man dafür ein eigenes Kläppchen braucht, in der 14 haben wir ein Kabel. Wahrscheinlich für unsere 3,6 Volt Maschine, um sie an den Strom anzuschließen. Yay! In der 15. Dezember enthält wieder zwei Bits. Da haben wir einmal einen... ich weiß jetzt nicht, was TB heißt. TB10, also Torx. Ach so, mit einem Loch drin. Ein Torx mit Loch drin. B? Warum B? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ein Philips in der Größe 3. So schauen die beiden aus. Und hier sehen wir dann auch dieses winzig kleine Löchlein. Auch in der Nummer 16 befinden sich zwei Bits. Da haben wir Außensechskant einmal in der Größe 6 und in der Größe 5. Und so schauen die beiden aus. Mit einem wunderschönen orangenen Bändchen. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, haben wir ein anderes Bohrfutter hier drin. Und zwar ja, ist das einfach so ein ganz gerades Bohrfutter. Schaut einmal so aus. Und ich denke, wenn man das halt entsprechend anschließt, kann man das dann auch richtig drehen und so. Das ist jetzt noch nicht so möglich. Doch, geht. Oh, genau. Nach links und rechts kann man das dann entsprechend drehen. Und ich weiß jetzt nicht, 9, 8, 10, was, wofür die Zahlen stehen. Ach so, doch. Kannst du hier einstellen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir eine Verlängerung. Das ist einmal diese hier oder auch ein, doch, das ist eine ganz normale Verlängerung, ne? Genau. Und ja, die kannst du nehmen, wenn das Ganze etwas weiter entfernt ist. Kannst du theoretisch das verlängerte Ding nochmal verlängern und dann reinmachen. Dann hast du eine richtig lange Verlängerung und kommst in jede Ecke rein. Auch am 19. Dezember gibt es diese fancy Torx-Bits mit dem Loch drin. Da habe ich einmal die Größe, ein bisschen schief aufgedruckt oder gelasert, die Größe 20 müsste das sein. Und das ist die Größe 15. So schauen die beiden aus. Am 20. Dezember haben wir einen langen Bit. Mein Freund feiert die übrigens immer sehr, hat er mir mal irgendwann gesagt, als Schlitz in der Größe 5. Das ist dieser hier. Er sagte, das ist halt super praktisch, weil dann brauchst du nicht noch extra die Verlängerung. Dann hast du direkt da alles dran und kommst überall so mit ran. Ja, es geht wirklich in den Endspurt, ne? Ich habe jetzt hier den 21. Dezember und das ist, glaube ich, etwas, was mein Freund auch mega feiern wird. Das kannst du halt wirklich an deinen Schrauber halt dran machen und das geht so nach unten. Das heißt, du musst manchmal dann einfach nicht so diese Ultra-Verrenkung machen, wenn du wirklich um die Ecke musst oder irgendwo hin musst, ne? Ein richtig cooles Bohrfutter und ich glaube, darüber würde sich sehr, sehr freuen. Also generell, ne? Das ist für mich persönlich eh so dieses Verkaufsargument, dieses Highlight von dem Adventskalender. Klar, an den Tagen vor Heiligabend müssen wir natürlich auch noch unser Bitsortiment vollenden. Da haben wir am 22. Dezember noch diese Torx-Bits mit Loch drin. Einmal die Größe 25 und die Größe 27. Und jetzt kann man auch ein bisschen besser diese Lochgeschichte sehen, die da drin ist. Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz genau weiß, wofür das Loch ist, ob das Ganze nochmal ein bisschen mehr Stabilität gibt oder so. Irgendein schlauer Mensch hat sich mal irgendwann irgendwas irgendwie dabei gedacht, bestimmt. Und auch der Tag vor Heiligabend enttäuscht uns nicht, denn hier haben wir unsere zwei letzten Bits, die noch fehlen. Das sind Pozi-Drives in der Größe 2 und auch in der Größe 1, also auch die klassischen Größen, die man so braucht. Da ist irgendwie ein Flusen dran. Ansonsten finde ich persönlich, dass die Teile auch relativ gut gearbeitet sind, ne? Bei Pozi hast du halt quasi nochmal so diesen Stern, also dass das Ganze halt nochmal ein bisschen mehr Grip bekommt. Die sind, glaube ich, einfach ein bisschen anders gearbeitet und deswegen... Ich glaube sogar ein bisschen hochwertiger als die Philips-Dinger, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ja, selbstverständlich haben wir in der Nummer 24 unsere 3,6 Volt-Maschine hier drin. Ach, guck mal, wir haben ja auch noch ein Licht mit dabei. Das ist sehr charmant. Und das setzt man dann hier einfach drauf, oder wie?
Dann kann man quasi das, was hier vorne dran ist, irgendwie abmachen. Man kann das Gummi entfernen. Okay, und dann kann ich sehr wahrscheinlich das Ding hier dran setzen, oder? Ja, genau. Und dann habe ich da meine individuellen Verlängerungen. Ich glaube, dass ich hier einfach noch kein... Ah, doch. Erschreckt sie sich einfach. Röm, röm, genau. Ja, finde ich cool. Liegt okay in der Hand, dadurch, dass man hier halt wirklich den Schwerpunkt etwas verändert hat. Kippt die so ein bisschen nach vorne. Holla, die Waldfee. Das geht ganz schön schwer rein, kann ich euch schon so mal verraten. Aber so hält es wenigstens sehr sicher hier drin, ne? Also ich habe jetzt auch mal geguckt. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass man diese Monster-Dinger einzeln kaufen könnte. Deswegen kann ich euch jetzt natürlich hier sehr, sehr schwer sagen, was das insgesamt wert ist. Aber wenn man bedenkt, dass man halt für dieses Werkzeugset 34,25 Euro, glaube ich, aktuell bezahlt, ist das kein Problem, ne? Und selbst wenn du das jetzt nicht als Adventskalender holst, sondern das wirklich selber auspackst, so wie ich das jetzt gemacht habe, und so als Koffer verschenkst, sicherlich freuen sich da viele Heimwerker drüber. Es ist jetzt kein Profi-Handwerk, ist klar, ne? Also du kannst damit vielleicht mal irgendwie was Kleines zusammenbauen oder kleine Hausreparaturen durchführen. Aber es ist trotzdem eine coole Sache für mal eben schnell. Und ich glaube auch, mein Freund wird das ganze Paket hier sehr, sehr feiern. Und ich weiß nicht, wie viel der letztes Jahr gekostet hat. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch im Bereich von 50 Euro oder so lag. Jetzt habt ihr schon mal den Hinweis, Leute, der ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen günstiger und damit macht man definitiv einen guten Schnapp und jemanden sicherlich auch sehr glücklich. Auch wir Frauen können sowas als Heimwerker sehr gut zu Hause gebrauchen, wenn mal eben irgendwo eine Schraube locker ist. Hat man sein kleines Köfferchen und kann da entsprechend die Schraube wieder gerade richten. Finde ich großartig. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr praktischer Adventskalender, ein sehr cooles Ding. Einfach nur von mir an euch an dieser Stelle die Information, achtet drauf. Wenn ihr online guckt, sehr, sehr viele Adventskalender, die vom letzten Jahr sind, sind für 2024 oder halt mit 24, weil 24 Kläppchen, ausgeschildert, ne? Achtung, Achtung, schaut am besten dann auf Social Media vorbei. Wir haben euch alle Adventskalender, die es gibt, eigentlich ausgepackt. Also hier auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, ne? Da gibt es ganz, ganz viele Informationen. Also bevor ihr überstürzt Adventskalender kauft und da aus Versehen einen vom letzten Jahr überteuert vielleicht sogar kauft, informiert euch vorher. Aber hier war mir relativ bewusst, dass der vom letzten Jahr ist. Aber ich habe ihn halt nicht ausgepackt und ich weiß, dass mein Freund sich darüber freuen wird. Ihr Lieben, was meint ihr zu dem Adventskalender? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich weiß und ihr werdet sicherlich in die Kommentare schreiben. Es ist viel zu früh, die Adventskalender fangen schon wieder viel zu früh an. Die meisten von uns sind noch nicht mal im Urlaub gewesen und ich habe hier die Santa Claudi-Mütze auf. Ich finde es okay. Ich genieße die Zeit und mache super gerne mit euch die Wunderpakete auf und zeige euch, wo man vielleicht einen tollen Schnapp machen kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Adventskalender dich dieses Jahr mega interessieren wird oder ja, welche du vielleicht sogar schon für dich gefunden hast, die sehr interessant aussehen. Ich werde sie hier alle aufreißen. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.